So, das war unser Übernachtungsplatz. Und wir starten jetzt gleich. Die anderen sind schon losgefahren, wollten aber gerade noch mal eine Aufnahme machen, dass man hier den See und so weiter mal ganz still hören kann. Weil wir das erste Mal wirklich weit von der nächsten Straße weg sind. Man hört hier Vögel und Wölfe, haben wir gestern heulen gehört. Und das war echt cool. Jetzt gerade wieder. Hast du gehört? Ja. Haben sie echt schön gemacht hier im Steg und im Shelter vorne. Genau, jetzt fahren wir gleich Richtung Lillenhammer weiter, auf dem Tett und wollen dann heute mal wieder einen Campingplatz ansteuern. Ist cool die Geräusche, ne? Genau. Ja, starten wir durch, oder? Ja. Wir haben jetzt gerade mal unterwegs angehalten an so einem Elchschild und machen jetzt mal provisorisch die Kameras an in der Hoffnung, dass wir mal einen Elch sehen. Nahezu an jedem Campspot, den wir bis jetzt hatten, hat man Elchlosung gefunden, ne? Ja. Also, das müssen echt viele Tiere unterwegs sein. Ich schaue immer mal auf eine Elchverbreitungskarte so, ne? Aber schwierig es einzuschätzen. Aber wenn es ein Schild da ist, ja, könnte man vielleicht Glück haben. Wir hatten auch gelesen, dass es wahrscheinlicher ist, Elche zu sehen in Norwegen und Schweden als Schlangen. Wir haben bis jetzt 2 Elche und 2 Schlangen gesehen. Das heißt, rein mathematisch müssten wir jetzt eventuell Glück haben und nochmal einen Elch sehen. Das wäre echt cool. Genau. Paddy, was siehst du da? Alpaka. Was ist Lamas? Die sind auf jeden Fall frisch geschoren, ne? Die sind frisch geschoren. Schau mal her. Denkt sie auch, was macht diese Frau da? Süß? Sehr süß. Okay, machen wir weiter, oder? Ja. Völlig egal. Chillen auch schön. Also hier gibt es viele bunte Schafe. Und denen ist einfach völlig egal. Die bleiben einfach mitten auf der Straße liegen. Kannst da echt nicht viel machen. Ne? Außer ausweichen oder dich irgendwie langsam durchzumanipulieren. Da wird es halt hupen oder so. Ich finde es ein bisschen assi, deswegen. Ja, ehrlich gesagt keine Lust irgendwie jetzt hier ein Schaf anzufahren. Deswegen schön Piano, dass wir ganz sicher durchkommen. Und alle Schafe heimbleiben. Aber irgendwie auch lustig. Ja.
Also ich sitze gerade im Auto, mir brennt gerade echt der Helm. Wir fahren durch Norwegen und alle paar Kilometer ist hier irgendwie so eine Mautstation. Und jedes Mal geht es anders. Einmal sollst du Geld reinschmeißen, dann kannst du nichts wechseln. Dann ist es digitalisiert, wo du mit einer Kamera aufgenommen wirst. Die Seite ist maximal kompliziert. Ich finde es so bescheuert, wenn man auf Krampf alles digitalisieren muss und es damit einfach nur verkompliziert, dass keiner mehr irgendwas rafft. Na? Mach doch einfach eine Schranke hin mit einem Zahlding, wo du deine Kreditkarte ranhalten kannst und gut ist. So wie die Mautstation auf den italienischen Autobahnen, französischen Autobahnen gut ist. Das ist ein Mist hier. Keiner blickt durch. Hier sieht man, schauen sich gerade irgendwie vier Leute, fünf Leute, wenn ich dabei wäre, sechs Leute an, wie das schon wieder funktionieren soll. Ich gehe mal raus und frag mal. Und ist es klar, wie es funktioniert? Leuten Almening fehlt immer schon 70 Kronen. Gar nichts, Alter. Die funktionieren auch alles so schön gleich, ne? Ja, und es ist total übersichtlich und leicht zu verstehen. Aber die fahren alle durch hier, denen ist es egal. Wir haben ja eine Jahreskarte. Ja, ja. Vielleicht sollten wir auch durchfahren. Ich glaube auch. Also es ist einfach ein absoluter Krampf hier, ganz ehrlich, mit diesen Mautstationen. Sonst ein einheitliches System machen, gut ist. Ne? Mach eine Schranke hin, mit einer Kreditkarte hier ranhältst, vielleicht ein Scheinfächlein und gut ist. Ne? Aber ich muss auf Krampf entweder digitalisieren oder ich hinterlege irgendeinen Code, wo man sich irgendwie eintragen muss. Also, keine Ahnung. Einfach doof gemacht und wir wollen ja auch bezahlen dafür. Ne? So ist es nicht, aber es ist, ja, es wird einem nicht leicht gemacht, das Ganze zu bezahlen. Das ist das Problem. Nochmal kurz zu diesem Mautstation. Ich muss mich da echt aufregen. Also, es war in Schweden wirklich angenehmer, dass man einfach über die Gravel Roads fahren konnte und irgendwo eine Maut bezahlen musste. Und wir bezahlen ja gerne Maut. Wir bezahlen in Italien, in den Westalpen haben wir Maut bezahlt, Partygeld. Wir bezahlen auf der Autobahn, das ist auch egal, wenn es ein paar Euro kostet, dann bezahlen wir die Maut, wir bezahlen für Tunnel die Maut. Wir wollen es ja gar nicht umgehen, wir wollen ja auch einfach das bezahlen, was aufgerufen wird und dann wirklich, ne, ordentlich unterwegs sein, alles gut. Aber es wird hier einem maximal schwer gemacht, weil man es auf Krampf versucht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es einfach. Ja, keine Ahnung. Wenn ich in Österreich eine Passstraße fahre, dann ist da halt ein Hütchen, wo jemand drin sitzt. Wenn hier die Personalkosten zu teuer sind, dann mach halt eine Schranke hin und mach halt ein Kreditkartending hin. Und gut ist, dann geht die Schranke auf, ich fahre durch, alles ist Tacko. Naja, jetzt fahren wir weiter und müssen uns heute Abend damit auseinandersetzen, beziehungsweise müssen wir studieren, wie das genau funktioniert. Wahrscheinlich muss der Raketenwissenschaft irgendwie auf dem Kasten haben, um es zu verstehen. So, wir sind jetzt in Lillehammer angekommen, haben mal kurz getankt und fahren jetzt Richtung Campingplatz, beziehungsweise sind in 53 Metern da. Schön gelegen an einem Riesensee und ja, jetzt gucken wir, dass wir hier einen schönen Platz bekommen und dann werden wir uns mal frisch machen und in die Stadt reinlaufen, denke ich. Das ist der Plan, ein paar Eindrücke folgen dann. So, wir sind jetzt angekommen am Campingplatz in Lillehammer, haben jetzt gerade mal geduscht, uns frisch gemacht. Fall ist jetzt neben mir und genau, der Campingplatz ist unfassbar teuer. Zahlt es ungefähr 50 Euro, glaube ich. Für warme Duschen muss man hier anscheinend extra bezahlen. Und genau, das ist jetzt unser zweiter Campingplatz in dem Urlaub. Zu dem Thema Mautstation nochmal, beziehungsweise Maut auf Offroad-Strecken, auf Gravel Roads. Genau, wir haben Dominik und Anke dabei, die haben WÜ drauf und wir glauben, dass das Ü oder die ganzen vier Umlaute mit Punkten oben, das sind Selbstlaute. Ich habe keine Ahnung.
Ist doch egal, wie. Genau, wir glauben halt, dass die Kennzeichenerkennung mit Ü, Ö, Ä Probleme hat. Genau. Ja, jetzt warten wir noch, bis alle frisch gemacht sind und dann gehen wir rein in die Stadt. Das ist ungefähr eine halbe Stunde zu Fuß und schauen uns Lillehammer mal an. Das ist unsere erste Stadt in Norwegen. Wo ist das? Herz? Gehen wir jetzt hin? Bankautomat. Haben wir eine Tasche? Wir waren jetzt in Lillehammer an dem Maihaugen-Museum. Dort sollen diese St. Hans-Festlichkeiten oder Feierlichkeiten heute sein, mit einem Feuer. Allerdings Eintritt 25 Euro pro Nase. Wir haben es einfach mal überschlagen. Das sind bei 6 Leuten einfach mal 150 Euro, die wir dort lassen würden für ja, ein bisschen Feuer gucken, Musik hören und dann nochmal extra ja, fürs Essen und Getränke bezahlen. Das war uns ein bisschen zu krass. Deswegen gehen wir so irgendwo was essen. Eine Kleinigkeit. Also wir hätten das alle schon mal ultra gern gesehen, ne? Aber bei 25 Euro pro Nase, da fühle ich mich einfach abgezockt. Und ja, das ist, am Ende bezahlst du 25 Euro, läufst durch und denkst dir, super, jetzt habe ich es gesehen. Und ja, das ist heftig, finde ich. Naja, jetzt machen wir das Beste draus, gehen was essen und machen uns einen schönen Abend. So, der nächste Morgen haben wir zusammengeräumt. Ich habe gerade noch mal warmes Wasser aufgefüllt. Dann muss ich so nicht ganz so viel arbeiten. Das heißt, es muss nur einigermaßen warm bleiben, dass wir heute Abend noch mal eine warme Dusche nehmen können. Und wir fahren jetzt weiter in Richtung Westen, relativ straight im Tet entlang. Wir werden dann eine Übernachtung machen, vielleicht noch zwei. Und dann geht es weiter Richtung Bergen und dann Fjorde. Mit dem Wassersack oben, das gefällt mir nicht. Das Dach ist zu breit. Und die Airline-Schienen sind relativ weit außen. Das heißt, ich spanne eigentlich mehr das Dach zusammen als den Wassersack nach unten. Entschuldigung, ob ich in die Haube mal Airline-Schienen reinmache oder ja, ins Dach kriege ich so keine mehr rein. Ich könnte sie festkleben mit Karosseriekleber. Finde ich aber auch irgendwie nicht ganz so geil. Ich verschraube das lieber. Ja, vielleicht spanne ich jetzt eine Airline-Schiene nochmal oder eine Schiene mit Airline-Fittings quer übers Dach. Ich muss mal gucken. Da werde ich mir nach dem Urlaub mal Gedanken machen. Das Problem ist, wenn ich es quer übers Dach schraube, dann sind die auch nur zweimal außen verschraubt. Und dann ist das in der Mitte mit Sicherheit nicht ganz so gut fixiert. Ja, aber ja, so geht's. Ich knall sie nicht fest. Ich mach den Sack so, dass er sich halt nicht großartig bewegen kann und dass nicht ganz so viel Belastung auf die Airline-Schienen in die Mitte ist. Ne? Jetzt fahren wir gleich los. Wir sind gerade einkaufen. Wie heißt der Laden, Patti? Rema 1000. Irgendwie so. Und das ist heftig. Also die Preise, die ziehen uns gerade ein bisschen die Schuhe aus. Hier mal ein Beispiel. Sandwich 4,30 Euro. Jetzt ein Beispiel. Es sind halt einfach 2 Euro für so ein gottverdammtes Baguette. Das musst du erstmal bezahlen wollen. Und wir sind wieder unterwegs, fahren jetzt im Tet weiter Richtung Westen.
haben uns gerade eingekauft. Also die Preise in Norwegen sind echt heftig. So ein Baguette für so lange, also halb so lang wie ein ordentliches Baguette lang sein sollte, 2 Euro. Das ist bei uns 50 Cent oder 80 Cent oder so. Das ist ein fertig gebackenes Mistbaguette halt, ne? Also unfassbar. Das war nur ein Beispiel. Also das heißt, wenn man nach Norwegen fährt, von Schweden reinkommt, sollte man, oder empfehle ich jetzt, dass man sich in Schweden mit Vorräten schön aufmunitioniert. So, und nur wenn wir anhalten, weil die Kühlbox von Dominion Anke nicht an ist, das ist gut. Okay, willst du weiter jetzt hier? Ja, mach ich. Aber ich drehe hier nur kurz. Gut, können wir weiterfahren. Ja, also, das heißt, wenn man von Schweden kommt, nach Norwegen reinfährt, empfehle ich in Schweden nochmal Vorräte aufzufüllen, beziehungsweise halt vorher in Deutschland ordentlich mitzubringen, weil die Preise echt saftig sind. Genau, ansonsten empfehle ich viel Geld mitzunehmen. Ich habe weiter nichts mehr zu erzählen. Wir fahren weiter. Jetzt gerade über den Kupp gefahren, von Lillehammer aus, so eine halbe, dreiviertel Stunde, und auf einmal sieht man die ersten schneebedeckten Gipfel. Ja. Und genau in die Richtung fahren wir jetzt weiter. Und jetzt sind wir auch wieder auf Schotterstraßen unterwegs. Das ist krass, wir sind jetzt gerade von Lillehammer aus eine halbe Stunde sowas gefahren. Wir sind über den Kupp drüber gekommen und die Berge im Hintergrund, oder die Berge am Horizont sind jetzt schon schneebedeckt. Das war echt irgendwie cool, weil wir vorhin eine halbe Stunde Berg hochgefahren sind. Und als wir die Passhöhe befahren haben, hat man das Panorama. Ja, jetzt wird es bergiger, höher und vermutlich auch noch ein bisschen kälter. Ist schon schön hier, ne? Diesen Blumenwiesli. Wir sind jetzt im Skardberger Naturreservat unterwegs. Das sind alles so Schotterstraßen hier. Wir haben eine Außentemperatur von 15,6 Grad und gerade eben fährt uns ein Fahrzeug entgegen, der Salz auf die Straße schmeißt. Ich konnte es gar nicht glauben, bin ausgestiegen, habe mal kurz probiert dran. Es war Salz. Also hier und da sind noch ein paar Schneefelder, oder fangen die Schneefelder jetzt an, wenn wir jetzt immer höher kommen. Sind jetzt ungefähr auf 880 Metern Höhe und ja, die schmeißen im Sommer bei 15 Grad Salz auf die Straße. Da schließt sich mir nicht, aber gut, was willst du machen, ne? So, gestern habe ich noch erzählt, es gibt die Möglichkeit, bar zu bezahlen, wo man so eine Selbstzahlerkasse hat. Dann die Kennzeichenerkennung, die mal besser, mal schlechter funktioniert. Und hier jetzt beispielsweise können wir ganz einfach mit Visa bezahlen. Willkommen, der nächste für Autorisierung. Gestern erzählte ich noch, es wäre das Einfachste, eine Schranke hinzumachen und ein Kartenlesegerät. Und jetzt zack, heute ist es so. Und ich sag dir, wie es ist, es ist das beste System, oder? Ja. Fährst hin. Hältst der Karte hin, bezahlst, fährst weiter, alles ist gut.
Ja, wir sind jetzt angekommen an einem Parkplatz von Park4Night. Domi und ich werden gleich nochmal ins Wasser reinspringen und Temperatur testen und mal kurz schwimmen und mal gucken, wie es wird. Ansonsten ein traumhafter Parkplatz, allerdings, ja, wie schon gesagt, Park4Night, hier kommen irgendwie im viertelhalben Stundentakt Leute vorbei, die hier auch auf den Stellplatz wollen. Und ja, das bestätigt irgendwie das Ganze so ein bisschen, dass es mehr Sinn macht, Overlander-Stellplätze anzufahren, als sich selbst einfach was auf Google Maps oder beim Vorbeifahren zu suchen. Wir sind über ein Hochplateau heute gefahren, da waren echt viele Möglichkeiten, da waren wir noch zu früh dran und ja, dann sind wir gegen Nachmittag hier angekommen und haben uns dann dafür entschieden, hier zu bleiben. Und es zeigt sich halt, dass alles, was irgendwie auf Park4Night eingetragen ist, echt stark frequentiert ist. Was schade ist, weil ich finde irgendwie, man fährt nach Norwegen und vor allen Dingen auch nach Schweden, um halt alleine zu stehen und seine Ruhe zu haben. Und deswegen ja, hat es uns nochmal bestärkt darin, eher eigene Stellplätze anzufahren, die wir separat raussuchen über Google Maps oder bei iOverlander, wo eben nicht ganz so viele Leute hinkommen normalerweise. Beziehungsweise ist die App halt ganz so bekannt. Es ist ein riesen See, wo wir stehen. Wir stehen an der Südspitze, es ist traumhaft. Die Sonne geht gleich unter und ich jage jetzt gleich nochmal kurz die Drohne hoch und mache ein paar Drohnenshots. Genau, morgen geht's weiter. Boah, wow, geil. Oh. Langt, oder? Geil. Oh, herrlich. Hat so 12, 15 Grad. Nein, nicht.